Ja, Herr Kochan, wie sehen Sie denn die Zukunft der Druckindustrie? Die Zukunft der Druckindustrie sehe ich generell positiv. Insbesondere unter der Berücksichtigung, dass in vielen Segmenten der Druckindustrie der Digitaldruck eine ganz große Rolle spielen wird. Die Anforderungen der Kunden unserer Drucker verändern sich sehr. Es wird nach kürzeren Auflagen gefragt, es wird nach Individualisierung gefragt und vor allem auch nach Personalisierung. Hier hat der Digitaldruck schon in den vergangenen Jahren ganz wesentliche Veränderungen nach vorne getrieben. Und ich denke, Druck als solches bietet einen hohen Mehrwert. Die Haptik, etwas anfassen zu können in der Werbung, in vielen Segmenten ist für den Verbraucher nach wie vor wichtig. Also Druck wird auf keinen Fall alleine durch digitale Medien ersetzt werden können. Es ist ein gemeinsames Miteinander und Druck in einer etwas veränderten Art und Weise und Form, attraktiver gestaltet, haptisch attraktiver auch gemacht, hat eine große Zukunft. Wie ist denn Ihre Sicht auf die Entwicklung im Bereich Green Printing? Ja, hier spielt auch der Digitaldruck eine ganz große Rolle, denn Digitaldrucken heißt nichts anderes als auch genauso viel drucken, wie benötigt wird. Also nicht einfach, wie es in den vergangenen 50 Jahren üblich war, man druckt halt einfach auch mehr, als man wirklich am Ende gebraucht hat, weil es spielte ja keine Rolle, ob die Druckmaschine ein paar Drucke mehr macht oder weniger. Die Konsequenz ist natürlich, dass enorm viel an Drucksachen vernichtet und weggeworfen wird. Und das ist der Digitaldruck. Der wird in diesem Bereich große Veränderungen bringen und damit auch zum Green Printing ganz wesentlich beitragen. Also nur das drucken, was tatsächlich benötigt wird, um auch somit den Teil des Druckens, der weggeworfen wird, deutlich zu reduzieren. Welche Erwartungen haben Sie denn an die Drupa 2016? Ja, zunächst einmal freuen wir uns schon sehr auf die Drupa 2016 als wieder ein ganz großes Highlight der Branche. Für uns im Digitaldruck bei Hewlett-Packard steht ganz im Vordergrund natürlich, dass wir alle Branchen des Druckens mit Digitaldrucklösungen unterstützen wollen. Und wir haben bereits die vergangenen Jahre deutlich gesehen, welche Entwicklung der Digitaldruck genommen hat, welche Größenordnung das in verschiedenen Segmenten der Branche einnimmt. Und ich denke, 2016 wird nochmals ein ganz großer Schritt nach vorne sein. Ich kann mich sehr gut erinnern an Drupa 95, als der Digitaldruck in den Anfangsphasen war. Und wenn man heute sieht, wo wir stehen, das ist eine unglaubliche, eine unfassbare Entwicklung. Und 2016 wird einen nochmals großen Schub in diesem Bereich bringen. Vielen Dank, Herr Kochan. Gerne.